Oh, ihr seid es. Ich habe mich eben mit Frau Sirena unterhalten. Ja, das haben wir alle gesehen. Wunderbar. Und jetzt sag Frau Sirena mal auf Wiedersehen. Wir brauchen dich auch mal eine Weile. Hm, stimmt schon. Ich komme gleich zurück, Frau Sirena. Bis dann, mein lieber Tarius. Ja. So. Ich soll mich abregen. Pah, dann soll er sich einmal den ganzen Tag das Gestammel von Verrückten anhören, ohne einen Heller zu sehen. Keine Reaktion. Wir sehen uns ja beim Essen, Tarius. Nachher kannst du mir ja von diesem Stück erzählen, was du komponiert hast. Meine verehrten Herrschaften, darf ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun und mir in den Speisesaal folgen? Ja. So erschüttert habe ich den Mann ja noch nie gesehen. Er klang irgendwie bedrückt. Die Miene des Herrn Derlitt lässt auf einen mittleren Schock schließen. Besser, wir machen uns gleich auf zum Speisesaal. Was mag da jetzt bloß nur passiert sein? Mal gucken gehen. So. Dam, dam, dam. Herrschaften, es besteht kein Zweifel. Wilhelm von Junst ist tot. Könnt ihr die Ursache seines Todes feststellen? Ich fühle keinen Puls und die Atmung hat ebenfalls ausgesetzt. Ich diagnostiziere daher Herzversagen. Seid ihr euch da ganz sicher, Herr Bloch? Ist es ausgeschlossen, dass Herr von Junst eines gewaltsamen Todes starb? Herr Grandy, ausgeschlossen ist gar nichts. Allein die Beweislage legt meine Diagnose als die einzig sinnvolle dar. Da der Gärtner, Herr Falkenwald, momentan beurlaubt ist, schlage ich vor, dass Justus und Jonas den, Korpus fortbringen. Das geht mir ja alles ein wenig zu schnell. Ich will, dass keiner das Haus verlässt. Und der Leichnam soll, solange die Ermittlungen andauern, in das Arbeitszimmer gebracht werden. Ermittlungen, Herr Grandy? Was erhofft ihr denn, mit euren Ermittlungen aufzudecken? Ein Mord, Frau Sirena. Tja. Warum geschieht nur überall, wo wir auftauchen, irgendetwas Unheimliches? Was macht dich so sicher, dass Herr von Junst ermordet wurde, Grandy? Erinnert euch doch mal an sein komisches Benehmen, als er in unserem Zimmer war. Irgendetwas schien ihn zu beunruhigen. Du meinst, abgesehen von Maltur? Ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall noch einmal mit allen Anwesenden unterhalten. Besonders mit den Angestellten. Außerdem sollten wir uns nochmal genau umsehen. Es muss einfach ein paar Hinweise geben. Man könnte fast meinen, Dankwart wäre noch bei uns, Grandy. Aber du hast recht. Wenn es einen Mord gegeben haben sollte, dann werden wir ihn aufklären. Ja. Es gibt immer nur eine Wahrheit. Und ich finde sie. Man nennt mich Detektiv Grandy. Ja. In dem Schrank stehen einige Ziervasen. Ziemlich langweilig. In diesem Schrank sind einige Kerzen und etwas Zunder. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Nichts, nichts, nichts von Interesse. Nein. Hier drin befindet sich ein wirklich verdächtiges Teeservie. Was haben wir denn hier? Da klemmt ja ein Zettel zwischen den Schubladen. Was da wohl steht? In diesem Schränkchen sitzt der Geist, der jedem in die Eier beißt. Gezeichnet Justus und Jonas. Sehr witzig. Ja. In diesem Schränkchen steckt der Geist, der jedem in die Eier beißt. Ein wirklich beeindruckender Kamin. Vielleicht ist da drin ja ein Schatz verborgen. Nein, nur alter Ruß. Der Flüsterer in dunkler Nacht. Hugo West. Wiedererwecker. Stadt ohne Namen. Offenbar alles Bücher von ihm selbst. Die verbotenen Tore, der Hund, die unnennbare Furcht. Tja. CSI Düsterburg. Naja, wir sind ja mittlerweile in Königsberg, also CSI Königsberg würde es eher treffen. Können wir mal einen Augenblick mit euch reden? Klar, kein Problem. Oder Jonas? Nee, passt schon. Geht sicher um den Herrn von Junst, oder? Ja, tut uns wirklich leid, euch damit jetzt zu belästigen. Ist schon gut. Wir sind einige Grausamkeiten gewöhnt, müsst ihr wissen. Wenn man bei einem solchen Autor wohnt, ist sowas ganz normal. Normal nennt ihr das? Naja, schaut euch doch nur einmal die Bilder an, die hier überall herumhängen. Das ist ein Argument. Naja, wegen des Todes. Könnt ihr uns sagen, wo ihr wart, als wir alle im Salon gewartet haben? Klar doch, wir waren beide im Garten, um Fallgruben für Reinhard auszuheben. Reinhard? Wer ist denn das? Ach, das ist der Gärtner, der hier arbeitet. Rainer Falkenwald. Im Moment ist er aber im Urlaub. Nervenzusammenbruch. Einen Gärtner gibt es hier also im Moment nicht. Das hängt den Kreis der Verdächtigen ein. Ist sonst noch was? Ja,
Hat euch irgendjemand gesehen, wie ihr im Garten Löcher gebuddelt habt? Nee, wenn uns jemand gesehen hätte, wäre ja die Überraschung weg. Irgendwie auch wahr. Das ist ziemlich das grausigste Teeservie, das ich jemals gesehen habe. Da sind lauter gute Zutaten drin. Ich hätte jetzt richtig Lust auf einen Happenpappen zwischendurch. Ja, wir haben jetzt noch nicht mal gegessen. Komisch. Da liegt ein Messer, in dessen Klinge Stirb Wilhelm geritzt wurde. Die Schrift ist wie von Kinderhand. Ob Justus und Jonas tatsächlich einen Mord im Sinn hatten? Stirb Wilhelm? Auf einem Messer? Ah, Feuerglühe, Kesselsprühe. Nix zu finden. Was haben wir denn hier? Ein paar Pfannen, einige Töpfe, etwas Geschirr. Dieser Schrank ist eindeutig unschuldig. Wenn ich jetzt etwas zu dem schmutzigen Geschirr sage, bekomme ich sicher wieder was von Libra auf den Deckel. Da scheint jemand Wasser aufgesetzt zu haben. Ob der Herr Litt wohl Tee gekocht hat? Nee, für Tee war das Wasser bestimmt nicht gedacht. Schade, dass niemand Gelegenheit hatte, von der Suppe zu probieren. Das war mein Meisterwerk. Ja, toll. Die beiden sind nicht wirklich hilfreich. Die Insel des Dr. Moriarty. Wer hätte das gedacht? Der Herr Litt mag kitschige Detektivgeschichten. Die Insel des... Ja. Außer Wäsche befindet sich hier drin nichts Aufregendes. Außer Wäsche. Also darin kann ich nun überhaupt nichts erkennen. Fällt mir offen gesagt auch schwer. Ja, er ist auch etwas schlecht getroffen. Ihr meint dieses Ding da, das ist eine Person? Er hatte immer etwas Probleme mit dem Mädchen, wenn ihr versteht. Aber er ist eigentlich ein feiner Kerl. Hab ewig nichts mehr von ihm gehört. Natürlich nicht. Er ist immer schrecklich beschäftigt. Und schreiben kann er auch nicht. Ich glaube, dem möchte ich trotzdem nicht einmal bei Tageslicht begegnen. Er hatte immer Probleme mit dem Mädchen. Oh Gott. Da liegt ein Buch unter dem Bett. Gifte und Tinkturen, Band 2. Nicht gerade die Bettlektüre eines Unschuldslammes. Zumal, wenn wir die Todesursache des Herrn von Junz bedenken. Meinst du, der alte Diener hat seinen Herrn umgebracht? Darauf kannst du Gift nehmen. Ja, Gift vielleicht. Na, befragen wir die Leute mal nacheinander. Achso, die sind jetzt gar nicht hier. Ach, die sind bestimmt in ihren Räumen. Dutzende Kerzen und Kerzenhalter. In dem Schrank ist ja gar nichts drin. Wurde von Derlit ganz ordentlich abgestaubt. Hübsche Blumen. Berge des Wahnsinns, in der Gruft, der König in Gelb, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadat, die Katzen von Ulta, Stadt ohne Namen, Schatten über Düsterburg, die siebenfache Bedingnis, die Ratten im Gemäuer, das Grauen von Königsberg, der Fall Ambros Birs, der Schatten aus der Zeit, Flucht von der Affeninsel, Escape from Monkey Island, ja. Samuel und Maximus, der Hund. Der Blechkamerad wird uns wohl leider auch keinen Tipp geben können. Schade aber auch. Hier drin sind nur Staubwedel und ähnlich deprimierendes Zeug. Blank poliertes Silberbesteck. Da könnte selbst ein gestandener Recke zum Gauner werden. Ja, was haben wir bisher? Das Messer? Und das komische Buch unter dem Bett von Derlit. Ein wirklich hübscher Strauß. Aber das ist alles... Ziemlich unheimlich. Das sieht ja aus, als käme da ein furchterregendes Monster vom Berg. Lächerlich. Lächerlich? Wieso? Solange ich ihn kannte, hat er die Berge verabscheut. Reine Effekthascherei. Maltur, du bist mir unheimlich. Sieh nur da, ein dreiköpfiger Affe. Was hast du gesagt, Schatz? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du musst dich wohl verhört haben. Ah ja. Hier liegt ein dünnes Buch im Beistelltisch. Grabräuber aus dem Weltenall von Eduard de Wood. Kann ich noch etwas für Sie tun, meine Herrschaften? Allerdings, Herr Derlit, wir hätten da einige Fragen an euch. Wenn es euch nichts ausmacht, heißt das. Naja, wenn Sie Ihre Fragen rasch stellen könnten, Herr Grandy. Ich sehe die Ruhe des Herrn von Junz nicht gerne derart gestört. Es ist eigentlich nur eine Frage. Schildert uns doch bitte, wie ihr Herrn von Junst gefunden habt.
Ich wollte eben im Saal einige Kerzen aufstellen für das Abendessen, und als ich eintrat, sah ich ihn dort liegen. Danach eilte ich sogleich zum Salon. Ich weiß nicht genau weswegen, aber ich denke, ich wollte einfach nicht alleine sein mit dem Toten. Das verstehen wir natürlich, Herr Derlett. Wir werden uns dann jetzt aufmachen. Tja. Sieht aus wie ein groteskes, blutiges Gewimmel. Ein schlechtes Bild. Wieso? Die Schurgoten sind eine stolze Rasse, auch wenn sie unanständig hässlich sind. Der Künstler hätte das beachten müssen. Ich denke, er kannte diese Dinger nicht so gut wie ihr. Wäsche. Nichts als Wäsche. Verdammt. Verwascht nochmal und zugenäht. Nee. Wir sollten erst einmal alle Beteiligten befragen, bevor wir uns beraten. Okay. Kann ich etwas für euch tun, meine Herrschaften? Nun, wir würden euch gerne die ein oder andere Frage zum Tod des Herrn von Jüns stellen. Dann stellt eure Fragen und dann verschwindet wieder. Ich habe keine Zeit übrig, die ich an euch verschwenden könnte. Nur keine Bange. Es handelt sich um eine kleine und sehr einfache Frage. Wo wart ihr, bis Derlett uns alle in den Salon gerufen hat? Soll das etwa heißen, ich stehe unter Mordverdacht? Verdächtig ist jeder, bis die Indizien einen Schuldigen festlegen. Würdet ihr also bitte die Frage beantworten? Immer mit der Ruhe. Die Antwort wird euch vielleicht überraschen. Aber ich verbrachte die gesamte Zeit Flöte spielend in diesem Zimmer. Müsst ihr mich jetzt verhaften? Nein, das bestimmt nicht, Herr Zahn. Dennoch bitte ich euch, das Haus nicht zu verlassen, bis die Sache aufgeklärt ist. Wenn euch das glücklich macht. Die alte Funzel hat wohl lange kein Staubtuch mehr gesehen. Seht da, was verbirgt sich denn da an dem Mäntelchen? Ein Fläschchen einer verdächtigen Flüssigkeit. Riecht jedenfalls sehr scharf, wenn das mal kein Gift ist. Herrlich. Huch, was ist denn das für eine unheimliche Abscheulichkeit? Das muss doch wieder... Nein. Eine Erfindung ist es nicht. Allerdings ist das Bild reine Fiktion. Und wieso das? Nun, das Wesen auf dem Bild tut im Grunde nichts weiter als zu schlafen. Das Gemälde zeigt einfach nur eine Passage einer Prophezeiung. Und wie lautet diese Prophezeiung? Yeah, yeah, Cthulhu Ftagen, Plungui Möglevednaf, Cthulhu Rillia, Wagenagel Ftaga. Ah ja, jetzt ist alles klar. Okay, es war wirklich Cthulhu? Wie schön, euch alle zu sehen. Denke bitte daran, dass du mir noch das Lied vorspielen wolltest, mein lieber Tarius. Das ist ja alles schön und gut, Frau Sirena, aber wir sind eigentlich hergekommen, um über den Tod des Herrn von Jüns zu reden. Wie schade und auch wie tragisch. Der arme Herr von Jünst. Nun bin ich nicht einmal dazu gekommen, sein neuestes Manuskript zu lesen. Manuskript? Ich erwähnte sicher, dass ich Kunstmäzenin bin, oder? Nun, und Kunst endet nicht bei Leinwand und Ölfarbe, müsst ihr wissen. Eigentlich bin ich hier, um das Manuskript zum neuesten Werk des Meisters des Makabren zu lesen und es eventuell zu kaufen. Das ist sicher sehr interessant, Frau Sirena. Aber dürfen wir euch dennoch eine Frage zum Tod des Herrn von Jünst stellen? Selbstverständlich. Warum auch nicht? Nun, wo waren sie, bevor Derlett uns in den Salon rief? Grandy, du glaubst doch wohl nicht, dass Frau Sirena... Halt dich zurück, Brüderchen. Lass nur, Tarius. Der Herr Grandy tut nur, was er muss. Und ich habe nichts zu verbergen. Ich befand mich hier in meinem Zimmer. Tarius kann das bezeugen, denn wir waren zusammen hier. Ja, das ist wahr, Grandy. Ich denke, das reicht. Wir haben genug gehört. Wenn Tarius sagt, dass Frau Sirena die Wahrheit sagt, dann wird es schon stimmen. Na gut, wenn noch etwas sein sollte, findet ihr mich hier. Und viel Erfolg. Was mag das nur wieder? Wenn man ihn kennt, ist er ganz in Ordnung. Dup-di-dup. Necronomicon, die 42 Preisungen des Namhaften, das Grimoire, ohne Zweifel alles billiger Plunder. Naja. Unsichtbare Fresser, die lauernde Furcht, das schwarze Buch, Kult der Ghulen, das Pnako, das... Okay, hat man alles schon. So, bleibt da noch der Seelenklempner. Nun, wie kann ich euch helfen? Wir würden euch gerne einige Fragen zu dem Tod von Herrn von Jünst stellen. Was gibt es da noch zu fragen? Er war alt, es wurde langsam Zeit für ihn. Ohne besonders makaber wirken zu wollen, aber ich denke, die Welt ist besser dran ohne ihn. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass wir immer noch wegen Mordes ermitteln, Herr Bloch. Oh, das wird ja immer schöner. Bin ich nun etwa auch noch des Mordes verdächtig? Sagt uns einfach, wo ihr euch aufgehalten habt, nachdem Derlett uns alle in den Salon rief. Wo soll ich schon gewesen sein? Ihr natürlich. Ich habe wie bereits den gesamten Tag auf eine Audienz bei seiner Majestät geharrt. Im Übrigen finde ich seine unglaubliche Frechheit jetzt auch noch. Niemand beschuldigt euch, Herr Bloch.
Bitte beantwortet nur eine letzte Frage. Ja, ja, nur zu. Gab es irgendeine Auffälligkeit? Irgendetwas Merkwürdiges bei dem Toten? Etwas Merkwürdiges? Was meint ihr? Naja, irgendetwas, was nicht zusammenpasst. Gab es denn keine Auffälligkeiten? Da gab es tatsächlich etwas. Der Körper war noch warm, als ich ihn untersuchte. Von Jones konnte also noch nicht besonders lange tot sein, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ich hoffe, das hilft euch weiter und ich kann bald die Heimreise antreten. Danke, Herr Bloch. Ihr habt uns vielleicht mehr geholfen, als ihr denkt. Puh, sieht aus... Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich... Maltur. Da liegt ein Magazin im Schubfach. Irma für die moderne Frau. Das für Bloch gehört? Aha, gut. Ja, das ist ja herrlich. Irgendwie haben wir jetzt überhaupt was rausgefunden? Es wird Zeit, die Zeugenaussagen auszuwerten. Bloch sagt, der Tote sei noch warm gewesen, als er ihn untersuchte. Das bedeutet, der Mörder muss jemand aus dieser abendlichen Gesellschaft sein. Nur wer? Derlet wäre zu offensichtlich, oder? Immerhin wäre er dann nicht so dumm gewesen, uns alle zu rufen, oder? Vielleicht wollte er uns aber genau diesen Schluss ziehen lassen. Außerdem geht außer uns ja offenbar jeder von einem natürlichen Tod des Hausherren aus. Gehen wir mal weiter. Zahn kommt mir recht zwielichtig vor. Ob er wirklich die ganze Zeit in seinem Zimmer war? In seinem Zimmer war er. Wir haben ja die ganze Zeit seine vermaledeite Flöte gehört. Dann Bloch. Er war ziemlich schnell mit seiner Diagnose dabei. Welchen Grund hätte er denn haben können, von einem Mord auszugehen? Bleibt nur noch Frau Sirena. Das ist nicht wahr, Grandy. Die beiden Jungen haben wir auch noch nicht in Betracht gezogen. Sie ist dir ja ganz schön ans Herz gewachsen, deine Frau Sirena, was? Was hast du eigentlich die ganze Zeit? Wieso bist du immer so gemein zu Frau Sirena? Tario, wir wissen doch überhaupt nichts über die Frau. Denk doch einmal nach, was wir alles hinter uns haben. Wir können nicht einfach jedem trauen, der uns sympathisch erscheint. Pah, in Wirklichkeit gönnst du mir wohl nur nicht, dass ich vielleicht auch mal jemanden gefunden habe. Du hast ja Grandy. Den kann ich dir gerne ausleihen. Ruhe! Wir wollen hier nicht streiten, wir wollen einen Mord aufklären. Ich schlage vor, wir berufen eine Versammlung ein. Also ruf die anderen zusammen. Wir treffen uns im Arbeitszimmer des Herrn von Junst. Jo. Herrlich. Meine Herrschaften, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Auch wenn viele von Ihnen uns nicht glauben, wir sind uns sicher, dass der Tod des Herrn von Junst kein Zufall war. Wir kennen eure Vermutung, Herr Grandy. Habt ihr darüber hinaus noch etwas zu sagen? Das habe ich tatsächlich, Herr Bloch. Der Mörder des Wilhelm von Junst befindet sich in diesem Raum. Hat denn dazu niemand etwas zu sagen? Sie müssen schon etwas deutlicher werden, Herr Grandy. Jetzt wird's ernst. Der Mörder des Wilhelm von Junst ist... Erik Zahn, Derlit, Frau Sirena... Ja, jemand anderes? Erik Zahn, er soll die ganze Zeit aus seinem Zimmer gewesen sein. Sie haben die Flöte gehört. Derlit. Es ist verdächtig, dass er aus dem Zimmer kam, aus dem Speisesaal. Und er hatte dieses Buch über Gifttinkturen unter seinem Bett. Aber, ja, reicht das, um jemanden zu beschuldigen? Ich meine, darüber, wir wissen eigentlich nichts. Es sind Indizien, ja, aber keine Beweise. Und Frau Sirena, sie will die ganze Zeit mit Tarius zusammen gewesen sein. Wie sehr wir uns in dem Fall auf ihn verlassen können, ist die andere Frage, aber sie hat in dem Moment ein Alibi. Jemand anderes. Justus und Jonas, Robert Bloch, ja, wir haben das Messer gefunden, stirbt Wilhelm. Robert Bloch, jemand anderes. Tollkühner Einfall. Verrückter Einfall. Der Mörder ist Wilhelm von Junst. Das wäre aber ein höchst denkwürdiger Suizid, der keine Spuren hinterlässt und der ohne Abschiedsbrief und alles abläuft. Das war wohl nichts. Das kann man wohl sagen, Herr Grandy. Ich schlage vor, jeder geht jetzt zu Bett. Morgen, wenn alle nicht mehr so angespannt sind, kann die Sache beim Frühstück in Ruhe besprochen werden. Gute Nacht. Dum dum dum.